Das ist wirklich sensationell. Einem Hobbyastronomen aus Argentinien ist jetzt das gelungen, was sich Suchroboter und Forschungsteams weltweit schon lange erträumen, das Livebild einer Supernova. Aus einer Lücke seines Dachfensters hat er erstmalig eine Supernova live auf Fotos festhalten können. Die ganze unglaubliche Geschichte jetzt in Klicks um Science and Fiction. Herzlich willkommen. Ja, erst vor kurzem haben wir von einem Funkamateur hier berichtet, der tatsächlich den totgeglaubten NASA-Satelliten Image aufgespürt hatte. Und auch diese Geschichte hier beweist mal wieder, dass Amateure eine wichtige Rolle bei neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen spielen können. Jedenfalls konkret geht es um Victor Buse aus Argentinien. Im September 2016 hatte sich der Hobbyastronom eine neue Kamera für sein 40 cm Teleskop geleistet. In der Nacht des 26. September dann passierte es. Er hatte Teile des Daches nicht einmal richtig aufgeschoben, um seine Nachbarn nachts nicht zu stören. Doch auch wenn die Bedingungen alles andere als ideal waren, er wollte auf alle Fälle seine neue Kamera testen. Buse richtete sein Teleskop auf die Galaxie NGC 613. Sie ist seit dem 19. Jahrhundert im sogenannten New General Catalog of Nebula and Clusters of Stars, eben NGC, verzeichnet, in dem alle galaktischen Sternhaufen, Galaxien und so weiter aufgelistet sind. Diese Galaxie war für Buse zu diesem Zeitpunkt wohl das einfachste Testobjekt, denn sie befand sich direkt senkrecht über ihm. Somit hatte die Lichtverschmutzung nur wenig Einfluss. Buse stellte die Belichtungszeit auf 20 Sekunden ein. Die erste Bildreihe, die nach 20 Minuten 40 Bilder zum Ergebnis hatte, ja, die war nichtssagend. Doch die Ergebnisse Buses zweiter Bildreihe sind dagegen umso spektakulärer, denn plötzlich entwickelte sich eine Supernova in der frühen Phase, die zu diesem Zeitpunkt nur im Computermodellen existiert hat. Ihr Name SN 2016 GKG. Obwohl die Lichtbedingungen alles andere als optimal waren, lieferte Buses neue Kamera brauchbare Bilder, denn die Supernova war sehr hell und dem Hobbyastronomen gelang es tatsächlich, die steigende Helligkeit zu dokumentieren und verwertbare Daten zu liefern. Und das, obwohl Supernovae eher selten sind. Studien zufolge passieren sie in einer durchschnittlichen Galaxie mit etwa 100 Milliarden Sternen nur etwa alle 100 Jahre. Buses Beobachtungen waren also ein absoluter Volltreffer, vergleichbar mit dem Hauptgewinn beim Lottospielen. Die Wahrscheinlichkeit, in einer einstündigen Beobachtung einer Galaxie sie die erste Stunde des Aufleuchtens einer Supernova zu Gesicht zu bekommen, liegt bei 1 zu 1 Million. Das ist also wirklich einmalig, denn bei früheren Supernova-Entstehungen waren die Forschungsteams immer ein bisschen zu spät dran, ist ja logisch, weil erst muss sie ja anfangen zu explodieren und dann kann man erst die Teleskope ausrichten. Zum Beispiel auf die Supernova SN 2008D. Diese wurde zwar durch Gamma- und Röntgenblitze beobachtet, aber erst später dann eben im sichtbaren Licht. Bei der Supernova KSN 2011D war man früher dran, doch auch hier verpasste man die Ankunft der Schockwelle an der Sternoberfläche. Wenn erst einmal die Supernova bekannt wird, geht die Suche erst richtig los. Wanted, der Stern, der explodiert war, nicht wirklich einfach bei Millionen Lichtjahren Entfernung, denn die ist so hell, die Supernova, dass man gar nicht exakt wissen kann, wo ist denn jetzt der Stern. Durch verschiedene Daten der Supernova, wie beispielsweise der Helligkeit und der aufgezeichneten Lichtspektren, kann dann analysiert werden, welche Sterne in Frage kommen. Victor Buse ist jetzt jedenfalls, Achtung, Co-Autor in einer der renommiertesten wissenschaftlichen Fachzeitschriften der Welt, Nature. Denn Buse meldete seine Entdeckung ganz schnell an die International Astronomical Union und an weitere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Nach vielen Untersuchungen gehen die beteiligten Forschungsteams davon aus, dass es sich um einen Doppelstern handeln muss. 19,5 Sonnenmassen hatte wohl der explodierte Stern, sein Begleiter 13,5 Sonnenmassen. Ein anderes Modell kommt zu dem Ergebnis, dass der Stern A 15 und dass der Stern B 1,5 Sonnenmassen gehabt haben muss. Welches Modell der Wahrheit am nächsten kommt, das wird man spätestens dann sehen, wenn der zweite Stern die verblassende Supernova dann später überstrahlt. Davon sind dann die Forschungsteams überzeugt, der zweite Stern sollte weit genug entfernt gewesen sein, um die Supernova zu überstehen. Fest steht auch, dass Bosas Bilder und Datensätze die theoretischen Prognosen weitestgehend bestätigen. Bei der Ankunft der Schockwelle an der Sternoberfläche stieg die Helligkeit zwar etwas langsamer als vorausgesagt an, doch der Grund dafür liegt wahrscheinlich darin, dass der Stern im Vorfeld schon große Massen abgestoßen hatte. So wurde ein Teil des Lichts blockiert. Oder, und da darf man auch, das darf man auch nicht ausschließen, dass diese erstmalige Live-Beobachtung einer Supernova wieder zu neuen Erkenntnissen über Supernovae führt. Wir dürfen auf jeden Fall gespannt sein, und zwar sehr gespannt, wenn ihr als erstes neue
Neues zum Thema Supernovae und zu allen anderen Themen erfahren wollt, dann meldet euch hier bei WhatsApp an. Dann erfahrt ihr von mir vor allen anderen vom neuesten Video. Das melde ich euch dort eben vorab und das garantiert. Ihr könnt dort direkt in der Redaktion von Kriegso mitmachen und mir Themen vorschlagen oder mit Abstimmung mitbestimmen, was hier auf dem Kanal passiert. Einfach hier draufklicken und natürlich nicht das Abo mit der Glocke vergessen. Hier geht es weiter, also hier dafür draufklicken. Da geht es um eine Zombie-Supernova, auch sehr spannend. Ansonsten würde ich mal sagen, bis dann. Bleibt dran.